Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video geht es um das Thema Modesünden. Los geht's. So, Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie im Intro schon gesagt, geht es heute um das Thema Modesünden. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, die mich aktuell im Jahr 2020 einfach ja nicht stören, aber die für mich einfach No-Go sind. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch niemanden persönlich damit angreifen. Das sind einfach für mich so ein paar Dinge, die einfach, ja, die nicht mehr klar gehen. Dementsprechend sprechen wir die Sachen einfach mal durch. Nehmt die Sachen vielleicht nicht so ernst, aber vielleicht teilt ihr auch meine Meinung. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an mit Modesünde Nummer 1. So, Leute, Modesünde Nummer 1 ist für mich das zu enge Oberteil mit dem riesigen Ausschnitt. Ich meine, wir haben alle den Kollegen, der wirklich gut am Pumpen ist, der auch gerne zeigt, was er hat, also im Prinzip gut gebaut ist etc., aber der dann wirklich dieses hautenge T-Shirt anhat und dann dazu noch diesen extremen V-Ausschnitt oder ich sag mal das extrem enge Hemd anhat und dazu dann einfach diese Knöpfe fast bis zum Bauchnabel aufgeknöpft hat. Sind für mich einfach Dinge, die vermieden werden können. Ich meine, im Sommer, klar, kann man gerne mal ein, zwei Knöpfe an dem Hemd aufmachen, aber dieses zu enge Oberteil mit diesem riesigen V-Ausschnitt und dann in Kombination mit diesem Hemd, was so extrem weit aufgeknöpft ist, ist für mich leider einfach ein No-Go. Wie gesagt, im Sommer ist das eine andere Geschichte, aber aktuell da kann man das Ganze so ein bisschen entspannter sehen, aber aktuell jetzt hier zu dieser Jahreszeit und etc. finde ich es einfach für mich ein dickes No-Go und das ist auf jeden Fall ja für mich Nummer 1. Machen wir weiter mit Modesünde Nummer 2 und Modesünde Nummer 2 für mich sind Hüte in 2020. So, ich möchte das Ganze gerne kurz erklären, weil Hut ist natürlich auch, oder eine Kopfbedeckung ist natürlich auch eine Cappy. Das fällt darunter natürlich nicht. Aber dieses typische Pharrell Williams Happy Look Hütchen, was derjenige getragen hat, was viele getragen haben, aber vielleicht auch ich eine Zeit lang mal getragen habe, wo ich sage, hey, der, das muss doch einfach nicht mehr sein. Keine Ahnung. Da muss man einfach sich selber auch eingestehen, dass es nicht mehr wirklich up-to-date ist. Es gab mal eine Zeit, da hat man das gerne getragen. Und es gibt auch heutzutage noch Leute, die sowas tragen können. Also es gibt Charakterleute, die wirklich so eine Art Type sind, die ja noch ein bisschen anderen Look haben als alle anderen, die gerne Hüte von mir aus tragen können, wo das wirklich harmonisch aussieht. Der sieht cool aus. Derjenige sieht einfach, keine Ahnung, er sieht aus, als wäre er so geboren worden quasi. Aber die Leute, die im Prinzip auf diesen Trend noch kleben geblieben sind, hey, ich trage einen Hut heutzutage, dies, das, jenes in der Stadt. In 2020 ist für mich einfach eine Modesünde. Sorry. So, Leute, kommen wir zu Modesünde Nummer 3 und Modesünde Nummer 3 sind für mich ungebügelte Sachen. Ich meine, jeder hat mal dieses leicht knittrige T-Shirt oder ein Pullover oder eine Jacke von mir aus auch, die ihr ablegt oder auch tragt, dann kann das Ganze ein bisschen knittern. Alles easy, alles entspannt. Aber wenn ihr das Ganze aus dem Trockner oder von der Bügel- oder von der Wäscheleine runternehmt, ohne zu bügeln anzieht und es sieht einfach scheiße aus, dann bitte vermeidet das und bügelt eure Sachen. Wie gesagt, man kann das Ganze auch so handhaben, dass man die Sachen erst bügelt, wenn man sie nutzt, legt die Sachen ungebügelt in den Schrank, faltet die Sachen, legt die ungebügelt in den Schrank, nehmt sie raus, ihr wisst, ihr wollt es anziehen, bügelt die Sachen, glaubt es mir, ihr tut euch einen Gefallen und euren Umfeld auch einen Gefallen, weil ihr, das sieht viel, viel gepflegter aus, viel besser. Dementsprechend, bitte, bitte bügelt eure Sachen und ist auf jeden Fall für mich Modesünde Nummer 3. So, Leute, kommen wir zu Modesünde Nummer 4. Und Modesünde Nummer 4 sind für mich Leute, die auf jeden Trend aufspringen. Ich meine, man kann sich wirklich in vielen Sachen einfach versuchen. Und das sehe ich auch alles entspannt. Testet Sachen, probiert Sachen aus, kauft euch was, schickt es wieder zurück. Alles easy, alles entspannt. Aber die Leute, die im Prinzip einfach diese Stars nachmachen wollen, weil die gerade diese krassen Sachen, diese krassen Hoodies, diese krassen Schuhe, keine Ahnung, tragen. Und man sich das auf Teufel komm raus auch kauft. Und im Prinzip damit rumläuft, obwohl es gar nicht zu einem passt, finde ich, ist im Prinzip einfach für mich ein No-Go. Jeder sollte im Prinzip ein bisschen sein eigener Charakter sein, seinen eigenen Stil feiern. Und vielleicht gibt es Leute, die unkreativ sind, die können sich auch gerne ein bisschen was abschauen. Das ist alles entspannt. Aber man muss nicht jeden fucking Trend hinterherlaufen. Und das ist für mich einfach eine dicke, dicke Modesünde. Musik.
So Leute, kommen wir zur vorletzten Modesünde. Und die vorletzte Modesünde ist keine richtige Modesünde, sondern das ist einfach ein Thema, was wir heutzutage tragen. Und ich wollte es einfach mit reinbringen, weil ich habe mir überlegt, hey, Thema Modesünden. Und das fiel mir einfach in den Kopf ein und ich dachte, komm, easy, das nimmst du einfach mit rein, alles entspannt. Und das ist das Thema Masken. Ich finde es einfach furchtbar, wenn es Leute gibt, die ihre Masken in der Stadt sich weigern, ihre Maske in der Stadt zu tragen. Ich persönlich finde es einfach ja nicht cool. Wir sind in der Allgemeinheit und jeder sollte im Prinzip seinen Teil dazu beitragen können. Wie gesagt, krankheitsbedingt etc. habe ich da alles Verständnis für. Und auch bei Kindern sehe ich das Thema so ein bisschen heikel. Aber ich finde einfach, gerade ist aktuell der Moment, wo wir alle an einem Strang ziehen müssen. Und dann geht das Thema auch wieder vorbei, hoffentlich. Und wir können in Zukunft dann auf das Thema Masken dann hoffentlich auch verzichten. Aber ich finde es schon wichtig, dass im Prinzip man darauf achtet und sich nicht querstellt. Oder auch dieses, ich trage meine Maske nicht richtig, sondern nur hier bis zum Mund und meine Nase guckt raus. Oder umgekehrt, dass im Prinzip teilweise der Mund rausguckt. Für mich ist es einfach ein No-Go. Wie gesagt, es ist unangenehm, sogar mir ist es unangenehm, die Maske zu tragen. Aber es gehört einfach dazu und jeder sollte im Prinzip seinen Teil dazu beitragen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall machbar. Dementsprechend bitte, bitte tragt eure Masken und ja, ist für mich auf jeden Fall aktuell auch leider ein No-Go. So Leute, und dann kommen wir zum letzten Modesünde und für mich das letzte Fashion-No-Go ist einfach, einfach dieses All-Over Louis Vuitton, All-Over Gucci, wenn man dieses ganze Thema übertreibt. Ich bin der Letzte, der was sagt zu den Leuten, die sich was erlauben können, die hart arbeiten oder auch hart sparen und sich ihr Hab und Gut dafür oder auch wie auch immer ihr Geld dafür ausgeben. Alles entspannt, alles easy, aber das Ganze muss mit Stil sein. Und wenn man das Ganze einfach so, hey, ich habe meinen kompletten Look von Louis Vuitton und mein Look ist von Gucci, ich weiß nicht, ich finde es einfach eine Katastrophe. Und man kann so ein kleines Highlight-Piece oder ein paar Schuhe oder eine Tasche etc. alles fein, alles easy mit einbauen, aber dieses All-Over-Everything ist einfach für mich ein dickes No-Go und das sollte man eigentlich vermeiden. Und so Leute, das war's an der Stelle wieder. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was für euch noch ein Fashion-No-Go ist, falls ihr euch irgendwas vergessen habe oder falls ihr noch irgendwas hinzufügen wollt. Wie gesagt, alles no front an niemanden, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber das ist einfach meine persönliche Meinung. Und wie gesagt, vielleicht sieht der ein oder andere das ja genauso wie ich. An der Stelle habe ich noch eine Kleinigkeit für den heutigen Weihnachtskalender und zwar verlose ich in diesem Video einen 20€ Amazon-Gutschein. Wie üblich das Ganze, folgt dem Kanal, lasst einen kleinen Kommentar da und dann werde ich auch diesen Gewinner innerhalb einer Woche auslosen und unter dem Video markieren. So Leute, schön, dass ihr am Start wart. Wie gesagt, Abo, Like, wir sehen uns morgen wieder. Peace.